Und damit herzlich willkommen zur Folge 12, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Total War Warhammer 3 mit Clan Skreia. Wir sind dabei, Clan Angrund auszuschalten und sind wirklich in einer sehr guten Position hier in der Welt. Wir haben unseren Rücken gedeckt durch die Oger, zumindest noch. Es mag nicht viel heißen, also es dauert nicht mehr lange, da kommt das Rattenflut-Event, also wir haben Hälfte durch bis dahin. Und die Oger könnten trotzdem weggespült werden durch irgendeine andere Großmacht, die hier kommt. Und selbst die Oger könnten uns noch in den Rücken fallen. Ich finde es aber ganz nett, dass wir den Rücken gerade frei haben, um uns hier im Norden um ein paar Sachen zu kümmern. Denn sobald wir jetzt mit den Zwergen hier durch sind, würde ich entweder ins Imperium einfallen, aber andererseits habe ich hier meine Unterstädte, um alles im Auge zu behalten. Ich glaube, ich würde eher die Elfen wegmachen wollen. Das wäre so die nächste Bedrohung für mich. Weil Bretonia ist sowieso schon weg. Also das ist so klägliche Überreste, würde ich das eher nennen. Okay, die Belagerung wird weiter durchgeführt. Können wir einen Ritus machen? Wir könnten hier... Ich mach mal die Intrige der Dominanz. Die Intrige der Domina, ja, yes, yes. So, gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Tiefenreiche zu erweitern. Dick, deeper Tunnel. Also, ganz ehrlich, ich muss gerade an dieses Meme denken. Von wegen tieferer Tunnel, ne? Deeper Tunnel, ich weiß noch, von wegen Unterstadt in irgendeinem Vulkan. In irgendeiner Vulkanstadt, mitten in so einem fetten Vulkan, wo es, ich glaube, Okoi oder Terre, ich glaube, Terre war es, der dieses Meme-Video gemacht hat. Wo so mitten in irgendeinem Vulkan einfach drin ist und dann so Unterstadt errichten. Und da sind die einfach so mitten in dem Vulkan, in dem eruptierenden und einfach nur überall im Magma und alles geht drunter und drüber und sagt, holy fucking shit, shit. Und dann geht er so, ja, so deeper Tunnel, deck deeper Tunnel, ah. So springen die alle in die Lava einfach rein, beziehungsweise ins Magma. War so super. Ja. So stelle ich es mir vor. Das nächste auch, Unterstadt. Kann man ja auch machen, Unterstadt hier bei Nautilus Unterwasserbasis, die da hat, einfach so, wo man auch so sieht, wie so Skaven unter Wasser sind und einer irgend so ein Skaven auch so einen Shop aufgemacht hat und so Sauerstoffflaschen verkauft und so. Das ist so richtig bescheuert einfach. Aber das Lustige ist, es ist so richtig bescheuert, aber da die Skaven ohnehin so gaga sind, könnte das sogar in Lore irgendwie, könnte ich mir das sogar vorstellen. Es ist noch nicht mal unrealistisch für die Skaven, das ist das nächste. Okay, 89 übrig. Okay, Opfer für mal. Die Unterstadt in Karoburg. Ohoho, es breitet sich ja aus. Ja, von der Karoburg würde ich gerne nochmal weiter entdecken wollen, was hier so los ist. Deswegen würde ich auch hier wieder gerne. Das Problem ist, es kostet immer Nahrung. Bin ja irgendwann auch nicht mehr. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem, was ich habe. Nahrung kommt noch dazu. Wie schaut's hier aus? Kriegt ihr weiter Aua? Ihr kriegt weiter Aua. Wir hätten einen knappen Sieg. Ohne Verluste. Ich belagere trotzdem weiter. Ich habe kurz überlegt, ob es... Ich würde schon gerne jetzt loswerden. Aber andererseits, ich habe jetzt keinen Zeitdruck. Ich baue jetzt hier weiter meine Armee auf. Schicke die noch mit hoch. Nichts, was mich jetzt drängt. Alles voranzutreiben. Und alle Aggressionsprobleme nehme. Probleme. Okay. Gleich eine Runde weiter. Ich glaube jetzt, wenn die nächste Runde, wenn kein Ausfall kommt, ich glaube, die werden auch keinen Ausfall machen, oder? Weil die keine Chance auf offenem Feld haben. Außer ultra verzweifelt. In der letzten Runde, wenn eh nichts mehr von denen übrig ist. Von daher können wir die jetzt auch einfach besiegen. Ich hoffe, ihr versteht, nachdem ich Festung Sol eingenommen habe, dass ich erstmal keine Lust habe, nochmal langsam eine Festung zu zerschießen. Es wird auch immer aufs Gleiche hinauslaufen, dass wir das langsam von außen ausdünnen und dann irgendwann reinkommen. Von daher würde ich sagen, überspringen wir das einfach, dann ist klar. Jetzt plötzlich verliere ich meine Schwanzschlitze. Hallo? Warum? Die habe ich doch voll... Okay, dann belagern wir eben noch eine Runde. Verstehe, wer will.
So, jetzt könnte ich auch noch einen Warlock-Techniker holen. Meisterhafter Assassine. Naja. Grauer Prophet. Das ist ein Kommandanten. Nee, danke. Warlock-Techniker. Scharfe Krallen, Warpstein-Hamsterer. Unterhalt für Warblitzkanonen. Der kam. Der ist schon ganz gut. Nochmal 12% weniger. Ich habe Warpflammenwerfer, werd man nicht großartig haben, aber die Warblitzkanonen zumindest. Und die Todesräder könnten sich lohnen. Ja, das heißt, nächste Runde geht's los. So, was brauchten wir eigentlich nochmal bei der Forschung jetzt hier hinten? Ach, das machen wir eh schon, na, dann passt das doch wunderbar. Führerschaft für Clanratten, da wir die jetzt eh beschwören können bald in guten Mengen, bringt es auf jeden Fall was. Gruben der Meutebändigen, die habe ich noch gar nicht gemacht. Die Frage, ich braucht noch. Komm, das machen wir auch mal fertig. Vollständigkeit halber, hier machen wir weiter. Was nochmal Einkommen aus der gesamten Provinz erhöht, ne? Ich glaube, die Kontrolle zu erhöhen ist gar nicht mal so schlecht, weil ich bin bei plus minus null. Ich hätte jetzt zwar gern dieses Gebäude, aber es ist keine so große Stadt. Aber andererseits, komm, ich würde es einfach mal machen dann. Das Gebäude hier ist es. Obwohl, hier machen wir ja schon das hier für die Assassinen. Vielleicht können wir das Gebiet hier nutzen. Oder hier. Ist auch eine Idee. Sobald wir das Geld haben, versteht sich. Apropos, können wir eigentlich wieder diplomatisch irgendwas machen? Guck mal, die blutige Hand möchte nicht angepackt haben. Wen seid ihr denn im Krieg? Ah, gibt es einen Grund, mit wo sie... Plötzlich wollen die... Vor kurzem haben wir noch gekämpft miteinander, ne? Könnte den Anhänger von der Gast schon fast um Militär. Die wollen eher einen militärischen Zugang als Handelsbeziehung mit mir. Was ist denn da los? Ganz ehrlich, Graf Noctulus. Oh, 2.500, das nehme ich gerne mit. Die Flotte der Verdammten ist mit den ganzen Elfen im Krieg, aber das soll ja nicht mein Problem sein. Heldenaktion, strategische Bedrohung. Halte mich mal vorsichtig, bevor man nicht Angriffspakt machen. Nicht, dass meine Heldenaktionen das brechen. Ich glaube nicht, dass sie das sollten, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Sollten vor allem. Weil ich möchte da schon noch mein Unterstadt-Imperium zu Ende bringen. Ich meine, hallo. Eine Ratte muss tun, was eine Ratte tun muss. So, machen wir mal. Dass wir die Gebäude auch mal voranbringen. Ah, könnte auch besser laufen. Die Skaven-Korruption macht halt vieles kaputt. Ich glaube, ich könnte wirklich hergehen, als das Gebäude noch das Kontrollgebäude machen. Plattform des Ausseers vor allem. Aufsehers. Ansonsten läuft es soweit ganz gut, würde ich sagen. Hier hat sich nichts geändert, das ist das nächste Runde. Alles klar, weiter geht's. Der kommt auch noch mit rein, wunderbar. Der Anuish Experimental. Er ist der Leiter vom Experimental Asylum.
Neue regionale Macht. Der Worsch scheitert von der blutigen Hand. Zum Glück. Bin ich mit euch nicht verbündet. Ihr Loser. Knapper Sieg. Diesmal ohne Verluste. Ja, das nehmen wir doch so. Tschüss, Clan Angrund. Stufe 3 sollte reichen. Fürs Erste. Naja, man merkt, wie mächtig es sein kann, wenn man mit den Skaven viel Nahrung hat. Wir können halt wirklich instant Städte besetzen. Das ist schon leicht kaputt. Wachstumsgebäude bitte. Das macht sich dann von selbst. So, Clan Angrund müsste vernichtet sein. Ja. Clan Angrund ausgelöscht. Von der Fraktion bleibt nur das schallende Gelächter der düsteren Götter. Sind die Zwerge nicht ein bisschen zu kleines Ziel für die düsteren Götter? Ja. So. Gut. Der ging direkt ins Buch, ich weiß. So, Festung selber wird nochmal aufgewertet. Wunderbar. Was kriege ich eigentlich sonst noch so für die besseren Festungen? Wachstum wird erhöht, defensive Vorräte, aber ich kriege jetzt nicht unbedingt Geld oder so. Aber okay. Es hält einfach besser aus. Ist ganz gut. Okay, dann könnte ich mich eigentlich vorbereiten, die Elfen einzufallen. Das klingt nach einem guten Einfall, würde ich sagen. Und genauso soll es sein. Wisst ihr, dass es wirklich mega praktisch ist, diese Übersicht hier, die schnelle Handelsübersicht. Seit sie gibt, ist Diplomatie so viel einfacher geworden. Damals musste ich da wirklich alles jedes Mal durchgehen. So wie so einen ganzen Otto-Katalog, den ich hier durchstöber quasi, war das gefühlt für Diplomatie. Der Techniker. Mach mal Mobilität hoch, bitte. Mach den Feuerdrill, bitte. Mach die Triangulierung. Und dann ist E-Punkte, Ende Gelände, aus die Maus. Ah, Mobilität steigern. Dann kannst du mal ein bisschen schnell aufschließen. Und dann könnte man fast mal so eine Doppelinvasion machen. In die Elfen rein. Klingt gut, gut. Stück für Stück tasten wir uns vorwärts. Noch sehr bedacht und vorsichtig, aber es wird bald noch sehr lustig werden. Ich müsste jetzt wirklich mal ein paar mehr Schlachten schlagen, um hier mehr... Ich möchte gerne meine 5 Nukes haben, sobald die Rattenflut kommt. Der wilde Schlag. Hey, Ickels! Du hast stärker geworden. Zählt nicht für Mörser, ja? Bob gewieft? Schon. Kettenrucksack. Bläserlösung. Ja, die ganzen Resistenzen. Also ich glaube, Ickit noch wirklich die Boni zu geben, sogar fast noch wichtiger, als ihm jetzt hier seine Zauber zu geben. Weil ohne Scheiß ganz nett, was der hier und da für Zauber hat. Aber wichtig ist es, seine Einheiten und dass er einfach viel aushält. Von daher würde ich erstmal noch hergehen und sagen, ich gebe mir erstmal noch die Geschossresistenz. Und dann Mentor wird auch noch sehr interessant. Es gab mal eine Zeit, da war Tunnelbewegung halt wirklich schneller als Sprinten. Das war noch zu Total, wo wir immer zwei Zeiten. Ich glaube, es war im 1er auch schon. Ist mittlerweile ja nicht mehr so. Wie die Zeiten sich doch ändern. Oh, den geht's eigentlich gut. Von der Beliebtheit. Ich muss überlegen, was ich dann hier reinmache. Vielleicht hat doch das eine Gebäude für die. Das Ding mache ich ja schon rein. Wir könnten auch nochmal ein Gebäude machen, das mir nochmal die Kapazität von Mönchen erhöht. Ist ja dann da oben wahrscheinlich, ne? Kapazität. Na gut.
Das andere Gebäude habe ich schon gemacht, okay. Ja, dann machen wir die Kapazität für solchen Priester. Komm, passt. Dann können wir noch mal einen mehr haben. Vielleicht nimmt ihr geht mal irgendwann noch einen mit. Warp Lightning! Können wir eigentlich, wir können noch mal einen Warlock-Techniker holen. Nee, können wir nicht. Schade. Aber es müsste bald soweit sein. Wir haben doch schon irgendwo noch eine Stufe 5. Ja, genau, nächste Runde haben wir ein Stufe 5 Gebäude fertig. Und hier auch. Da können wir gleich zwei holen in der nächsten Runde. Eins allein wäre langweilig. Okay, bereiten wir mal noch unsere Invasion vor. Nächste Stufe Waffenstärke. Weiter hier. Jetzt könnte er sich auch gegen die Geister zur Wehr setzen. Müsste ich nicht den ganzen Tag bullien lassen. Bereiten wir uns schon mal vor. Dann gibt es einen kleinen Austausch im kulturellen. Na komm. Holen wir ein bisschen Technologie ran in der Zwischenzeit. Erfolg. Nice. Eine Runde mehr, bitte. Und die nächste Runde rückwärts. Arkan. Was willst du denn von mir? Militärischen Zugang. Lasst mich euch mein Angebot darlegen, ehe ihr versucht, es zu euren Gunsten zu verdrehen, Skaven. Als würde ich sowas tun. Gib mir noch ein Handelsabkommen obendrauf. Und nicht Angriffspakt. Und eine ganze Menge Geld. Na naja, gut. Eine ganze Menge kann man sich streiten, aber es ist ein guter Deal. Also diese Abkommensbasis gefällt mir immer ganz gut. Wir greifen uns nicht gegenseitig an. Wir können durch unsere Länder laufen. Jeder hat seine Freiheit. Ab Schutzbündnis wird's eklig, weil dann wirst du in jeden scheiß Krieg mit reingezogen. Oh, hi, du. Okay. Wir wollen ein bisschen tauschen. Na, gucken wir mal, wie wir die Armeen aufstellen. Du darfst gern eine der Rettlingens haben. Hat jede Armee 3, das ist okay. Du bist nur noch ein Gefind, Mörser. Dafür darfst du einen Flammenwerfer haben. Einen behalte ich mal noch drin, aber auf kurze oder lang werde ich die wahrscheinlich rausnehmen. Ich lasse die Dingschreiter mal bei Igets Armee drin. Die Warpbohrer lasse ich bei ihm. Igets Sipsep hätte ich gerne. Der wird auch noch gegen so einen aus normalen ausgetauscht. Die Scharfschützen bitte. Jetzt haben wir dann aber viel zu viele Jessails. Einer kommt wieder hoch. Irgendwas muss ich ihm noch geben. Wir könnten die Zwergen die Bedrohung noch nehmen. Da haben wir schon verdammt viele Dingschredderer dann. Machen wir erstmal so. Wie schauen die Armee dann aus? Ah, hat Igets seine zwei Mörser. Kann ich nicht mal sortieren, dass die beiden... Ja, die angeblich weniger Reichweite, aber das glaube ich nie im Leben. Ja, wir haben dreimal Dingschredderer jetzt. Einmal die Warpflammenwerfer. Ich bin gerade überlegen. Ich weiß nicht, ob ich für die überhaupt noch einen Sinn und Zweck sehe. Ich meine, ich habe sie jetzt einfach mal dabei. Du hast jetzt... Ja, deine Jessails, du hast die da, du hast hier und du hast eigentlich ganz gute Aufstellung, muss ich sagen. Wie schaut's bei dir aus? Du hast deine Helden. Du hast jetzt sogar noch den solchen Priester mit dabei. Ich
glaube, bei der Igitlor mehr brauchen wir nicht unbedingt einen solchen Priester, weil es Igitlor später genug aushalten wird. Ich will einfach noch gerne einen weiteren Techniker mit reinmachen. Hier sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Das passt eigentlich von der Aufteilung. Jetzt können wir übrigens noch einen Techniker holen. List. Waffenstärke. Was Bonus. Erfolgschance für Hinterhalt zu erhöhen, ist natürlich auch interessant. Den Toxer einfach noch stärker zu machen. Ja, jetzt nicht die allertollsten Boni. Weißt du was, du nehmen wir Kompul mit. Chance für Hinterhalte zu erhöhen ist ganz nice und dann eben Giftattacken können auch helfen, wenn ich den auf irgendwas draufsetze. Dann nehmen wir dann die Schwanzstütze raus dafür. Oder die Flammenwerfer erstmal, tatsächlich. Ich glaube, ich würde die Flammenwerfer rausnehmen. Und für die Schwanzstütze kriege ich, hole ich mir vielleicht wirklich einen solchen Priester rein. Klingt doch ganz gut. Ich habe mich entschieden. Okay. Die Armee wäre soweit wieder modernisiert und aufgestellt. Nein, eine Runde erst wieder. Hier kommt man doch noch. Jawohl. Und dann wird es wohl Zeit, mal ein paar Elfen in den Krieg zu erklären. Vielleicht können wir doch jemandem den Gefallen dafür tun. Ohne Scheiß, wenn wir bei den Elfen einfallen und die sich so in den Wäldern verstecken. Ohne Scheiß, bei Igitlor müsste doch jetzt hier dann... Der hat so seinen Welcome to Astalia Gentleman. Moment, muss man so auszudrücken. Da haben wir doch einfach Vietnam 2.0. Mit wem seid ihr denn im Krieg? Mit dem scharfen Axtstamm. Mit denen sind wir aber nicht im Krieg. Wir könnten denen trotzdem den Gefallen anbieten. Gegen die? Was bietet ihr mir dafür? 3000, die nehme ich doch gerne. So kann man da immer noch was rauspressen auf diese Art und Weise, wenn man eh schon jemanden den Krieg erklären will. So, Leute. Die Party ist wieder am... Die Party geht wieder ab. Igitt geht mal vor. Ein paar Flammenwerfer dabei zu haben gegen die ganzen Bäume ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Entscheidender Sieg. Ohne dass jetzt hier irgendwas... soll ich dem Braten trauen? Was sind die Belagerungsschlachten bei den Elfen eigentlich? Ah ja, stimmt. Das sind immer diese Haine. Das haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, ne? Wisst ihr was? Das schlagen wir mal, dass ihr mal seht, wie das ist. So, Angriffskämpfe gegen Elfen. Weil Elfen haben tatsächlich zur Verteidigung keine Mauern per se, sondern immer diese Haine, die sie verteidigen können, die sehr starke defensive Positionen sind, aber eben ohne Mauern. Aber hier werde ich mit meinen Chassels ein bisschen mehr erreichen können als bei gewöhnlichen Stadtkämpfen, von daher schlagen wir das mal. Unser Angriff auf Talsen. Die Invasion hat begonnen. Ja, genau, die haben so einen Hain da hinten. Das hier ist der Siegpunkt, den wir einnehmen können. Und die können hier hinten links und rechts diese Engstellen halten. Es ist nicht ultra. Also es ist okay, es ist vorteilhaft zu verteidigen als Elfen, aber hat trotzdem seine Schwierigkeiten da, sagen wir es mal so. Ich habe da schon mal in Multiplayer-Runden, wo ich mit Elfen verbündet war, ein paar Mal so gekämpft. Ja, ihr habt doch die gleiche Reichweite, oder? Ja, habt ihr. Die haben sogar eine größere... Ne, die haben die gleiche. Wollte gerade sagen. Wir haben ein paar schöne Warp-Schredder. Wir haben so ein paar schöne Schredderer. Du kommst mir mal rüber, ihr kommt mir ran. Ich glaube, wir sollten alles aufgestellt haben, was wir haben wollen. Hi! Och Mensch,
Ihr begegnet mir sogar hier draußen. So, meine Kanönchen schießen ein bisschen, aber die treffen nur Bäume. So, geht mal ein bisschen in Position. Ja, wir konnten ja trotzdem so ein bisschen Mauern und Befestigungen aufbauen, aber trotzdem, ja, das ist kein Vergleich dazu, jetzt wirklich eine Siedlung mit Mauern zu haben. Oh, Kundschafter schießen auf mich. Oh, oh, bum, 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 bum. Alter Falter. Giselles haben auch ihren Spaß. Okay, ich würde mal sagen, wir stoßen mal wirklich ein bisschen vor mit unseren Schredderern. Wisst ihr was, jetzt, wenn wir schon gerade so im Wald sind, da hole ich mal die Flammenwerfer noch raus. Die Rittlinggarner werden auch gar nicht mal so verkehrt. So. Du holst mal die dicke Rakete. Hier kommen wir mit dazu, wir müssen da durchbrechen einmal. Ich meine, das sind Speerträger, die würde ich gerne einmal ein bisschen geschwächt haben. Bitte gerne, danke. Hau mal rein, bitte. Hui! Oh, ja, das war auch so eine Aufteilrakete. Jetzt kommen wir noch ein bisschen Mörser rein. Ja, das war's im Grunde mit den Speerträgern. Die machen nicht mehr viel. So, kommt mal rein, meine Schredderer. Ja, also, ich muss sagen, gegen die Elfen macht der Angriff schon mal viel mehr Spaß, weil ich einfach Spielraum habe. Es ist eigentlich ein bisschen... Es ist ja mehr oder weniger eine Feldschlacht, wenn man so will. Zumindest ist es ähnlich offen wie eine Feldschlacht. Und ja, Stadtkämpfe haben mir noch nie Spaß gemacht in Total War immer. Höchstens in der Verteidigung, selbst da ist es immer irgendwann immer dasselbe. Aber in der Verteidigung, höchstens im Angriff, ist es immer so ein Krampf. Oh, oh, au, au, au. Halt dich mal. Mach mal eine Kugel. Mach mal einen Blitz hinterher. Wir haben jetzt auch die bessere Kugel, ne? Ha, die haben sich hier extra solche... Autschi, das sieht so aus, als hätte es ein bisschen wehgetan. Wer will denn da abhauen? Ja, ich glaube doch wohl nicht, dass ich das zulasse. Daka, 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 daka. Oh, Speerträger. Wisst ihr was? Ich lasse einfach mal ein paar Ratten reinspawnen. Ich schieße da trotzdem rein, weil Friendly Fire, wen kümmert das? Ich bin's Skaven. Wichtig ist, dass die Gegner draufgehen. So, dann kommt Abwehrführerschaft. Gleich mal ein bisschen buffen in der Umgebung. Wir schreddern ein bisschen durch die Elfen durch. Wie es sich halt gehört, würde ich sagen. So, Giselles sind... Boah, ich sehe überall Geschosse gerade durchfliegen. Ihr positioniert euch mal ein bisschen um. Mir gefällt es nicht, was da so ist. Ihr geht hier in die Richtung. Flammenwerfer mal vor, ich kann euch auch noch gebrauchen. Diesen Ball hätte ich gerne gestürmt, bitte, danke. Meine lieben spawnenden Clanratten, macht mir die Waldgarde weg. Ihr habt, ich glaube, die haben die Boni vom Forschungsbaum. Das ist schon praktisch. Ah stimmt, wir könnten den Punkt hier mal einnehmen. Da drüben sieht's gut aus.
Einen Punkt, da können wir uns eigentlich auch mal holen. Die Armen wollen hinter ihre Mauer verschwinden. Hier geht man doch rüber zum Einnehmen. So, die sind soweit demoralisiert. Ich glaube, das müsste sowieso... Ja, jetzt lässt die Moral eh nach. Ja, das war's. Wunderbar. Läuft. Hier konnten unsere Giselles auch wenigstens ein bisschen was machen, auch wenn die... Die wieder, ja, man merkt, dass die jetzt nicht ganz so stark sind wie die mit ihren aufteilenden Schüssen, aber die sind trotzdem gut. Die Dingschredder haben aber auch ihren Spaß gehabt, muss man wirklich sagen. Nicht schlecht. So, Talsin. Gib mir mal deine Stadt, bitte. Mal gucken, was ich bei den Elfen überhaupt machen kann, großartig als Gaben. Was kann ich bei deren alten Baum... Wüchsen da so machen. Kann ich so einen Warpstein-Bonsai-Baum pflanzen oder sowas? Warpstein-Baum. Wie schon so oft gesagt, bei den Skaven würde mich nichts mehr wundern. So, wir haben Nestbau. Festung des Gelben. Wir bauen uns einfach hier so. Ach, wir bauen uns einfach ganz normal, weil die meisten anderen Fraktionen, wenn die hier diese Bäume einnehmen von den Elfen, bauen die trotzdem irgendwelche Gebäude, die so baumverbunden sind. Bei uns ist es einfach egal. Wir machen unser Skaven-Ding. Warum auch nicht? Ganz ehrlich. Wer soll uns aufhalten? Aber dies, das und jenes. Warlock, Master of Scryer. Du kommst immer daneben in Tunnelstellung. Passt schon. Ja, wunderbar. Dann haben wir unseren Einstand geleistet bei den Elfen. Und fallen da mal ein kleines bisschen ein. Mal gucken, wie diese Invasion weitergeht. Weil wir haben immer noch... Nur noch eigentlich bei der ewigen Eiche nur noch diese eine... Es kann sein, dass... Nee, ich glaube, die ewige Eiche war so ein besonderes Ding. Wo man ein besonderes Gebäude aufgebaut hat. Da bin ich mal gespannt. Steht ja auch, glaube ich, mit dabei immer. Von wegen Einkommensstärken, Korruption verbreiten, Loyalität. Nee, das ist meine Kommandanten. Bei den Gebäuden steht es da. Okay, wir haben auch sehr schlechtes Klima hier für uns gegeben. Ja. Das Klima ist nicht gut. Ich meine, die Berge sind okay für uns. Ja, sehr gut sogar. Ödland passt für uns auch. Der Wald ist schlecht für uns. Rekrutierungsdauer höher, viel längere Bauzeit. Verluste, Verstärkungsrate, Kontrolle, Wachstums, alles doof. Aber hey, wir haben die Elfen weg. Und wir werden schon irgendwie in den klarkommenden Wald. Ich wollte die Elfenbedrohung nur mal weghaben, bevor die uns später auf die Nerven gehen. Und danach gucken wir mal. Ich meine... Wir könnten uns das Ostgebiet holen. Was hält mich daran, loyal zu sein gegenüber diesen Orks hier? Wie gesagt, den Osten halte ich mir gerne frei. Durch die sollen wir die Zwerge schon aufhalten erstmal. Und die Tomb Kings, weil die irgendwelche schlawinernden Sachen vorhaben. Da könnte ich mir eigentlich alles einverleiben für mich im gesamten Gebiet. Das heißt, diese Orks könnte ich mir als nächstes Ziel dann nehmen, sobald die Elfen weg sind. Danach müssen wir uns dann eh schon auf die Rattenflut konzentrieren, glaube ich. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir ganz guten Fortschritt gemacht. Ich bedanke mich hier fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal bei Folge 13 wieder, wenn wir höchstwahrscheinlich den Elfen noch restlich gehen. Also die ewige Eiche holen wir uns auf jeden Fall. Bis danach weitergeht, mal gucken. Wir haben noch diese zwei Fraktionen, die uns noch gar nicht den Krieg erklärt haben. Aber die machen wir wahrscheinlich nebenbei weg. Gut, dann. Wollen wir Computer mal mit vor. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.